Hey Freunde und damit ein recht herzliches Willkommen bei eurem Tobi Toast und willkommen zu Notes of Obsession, die Notizen der Besessenheit. Es fühlt sich sehr flüssig an, also das Umschauen, das ist nicht so hakelig, es ist richtig geil, es fühlt sich richtig, also da kriege ich gleich eine Erektion, wenn ich so ein bisschen herumgucke, das ist, oh, ist das geil, sehr furchtbar, das ist nicht schön sowas. Sag mal, regnet es gerade durch den Balkon durch? Ich frag einfach nicht. Sehr schön. Oh, scheiß Tür. Okay, da ist noch ein Symbol. Jetzt müssen wir wohl Symbole sammeln. Ich wollte eigentlich gar... Wo bin ich? Hä? Was? Wo bin... Hä? Was? Alter? Toy Story, die wahre Geschichte. Da. Da ist das letzte. Okay. Komm, nimm. Danke. Hat er da Blut am Rüssel? Alter. Ist ein super Kinderspielzeug, ja? Es ist, das muss ja realistisch aussehen, ne? Also wahrscheinlich hat das Kind da mal irgendwie den Rüssel so abgerissen, ne? Und, dann hat die Mutter das wahrscheinlich wieder zusammengenäht. Und damit das, für das Kind ein bisschen realistischer vorkommt, hat sie noch so ein bisschen Blut reingeschmiert, ne? Hat sich eben die Pulsader aufgeschnitten und dann so ein bisschen, ne? Kommt das Ganze viel realistischer rüber. Das ist Erziehung! Das ist Erziehung, ja? Dann lernen die Kinder sowas nämlich. Dass man seine Rüssel nicht abschneiden sollte, das klingt falsch. Ich, was laber ich hier schon wieder? Oh. Ah! Alter! Ich habe ekelhafte, ungepflegte Hände gesehen. Zieh auf, komm, mach schneller. Danke sehr. So, jetzt mach hier... Was ist das denn? Nein! Die Gag! Bist du ekelhaft! Bist du ekelhaft! Was war das denn? Das Ding hatte... Das hatte einfach keinen Unterkiefer, das hatte hier so... Ja, schön. Also, inzwischen werdet ihr es wahrscheinlich wissen. Ja, moin. Ibims nicht da! Ibims, der Klempner, ich muss hier, Decken abdichten irgendwie so. Ich hab keine Ahnung. Mann, lass mich einfach in Ruhe! Ah ja, moin! Guten Tag! Guten Tag! Ja, war schön, wenn ich... Da saßen wir wohl gerade in so einer schönen Ecke, wo uns nicht kriegen kann. Ey, ich mach dich so fertig. Ich hol mir jetzt das Messer, Bruder. Ich schlitz dich auf, ich rasier dich. Ich bin Gillette Abdi. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Mein Name ist Tobi Toast und wir spielen heute mal eine kleine Runde Contemp. Also zu Deutsch übersetzt zeitgenössisch. Oder warte mal, ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Weil ich habe die ganze Zeit E bei den Türen gedrückt. Kann es sein, dass du es mit linker Maustaste machen musst? Das wäre jetzt ja richtig fail. Oh. Frisst doch jemand Chips, das höre ich doch. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem... Da hat doch jemand hier seine Funny Chips da in der Hand und knatscht damit der Tüte rum. Fragen, warum die Facecam auf einmal das ganze Bildschirm einnimmt und ihr meine gesamte Fresse auch jetzt mal im Vollbild seht. Das war ja was gewesen, was ihr auch bei Vorder als Vorschlag gegeben habt, natürlich.
Kann ich auch was von deinen Chips abhaben? Boah, Alter, brummt mir der Schädel. Oh, Alter, letzte Nacht war ich zu viel. Oh, nie wieder Alkohol, nie wieder. Oh, wie spät haben wir es eigentlich? Ich hab doch auch keine Ahnung. Oh, warum habe ich eigentlich dreimal dasselbe Bild an der Wand hängen? Ach, ich hab doch selber keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Oh. Was war das? Hä? Ach, wahrscheinlich nur wieder ein Stromausfall. So, erstmal ganz langsam in Slow Motion aufstehen. So, und damit ein recht herzliches Willkommen zu... Halt die Fresse! Schnauze! Oh, der hört sogar. Sehr schön. Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Heute mal mit dem wundervollen Namen Mind's Eyes. Also zu Deutsch übersetzt, jedenfalls wenn es nach dem Google-Übersetzer geht, Gedankenaugen. Ja, ich, der Titel macht in etwa genauso viel Sinn wie bei Contemp. Und um eine Sache nicht zu vergessen. Hallo. So, das war auch schon genug Horror für heute. Ja, hier hat irgendwer das Regal kaputt gemacht. Wahrscheinlich war Bud Spencer hier gewesen, ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal, guck mal, du kommst gerade nach Haus. Ach ja, es war Feierabend. Weißt du, kommst rein, ne? Und dann leuchtet nur das Licht da hinten. Stell es mal vor und du siehst einfach nur dieses hässliche Gesicht. Alter, sowas will doch niemand, wirklich. Weißt du, und der Typ ist auch einfach so, der hat keinen Fernseher, der hat einfach einen Safe. Der dort, wo der Fernseher steht, hat er einfach einen Safe stehen. Der setzt sich einfach, wenn er Feierabend hat, aufs Sofa und denkt sich so, ah, jetzt gucke ich erstmal meinen schön verrosteten Safe an. Das ist übrigens der einzige Gegenstand, den er besitzt. Abgesehen von den Möbeln, ein Radio und ein Boltcutter. Ah! Oh Gott! Ich meine, ich hab doch keine Angst. Minu! Pädophiler Nachbar! Bilder, die von der Wand fallen, gruselig. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, kein Pädophiler. Oh, diese Nachbarn! Da hat er uns einfach mal den Hebel geklaut. Das ist ja echt unfassbar. Ich gehe jetzt erstmal so 10 Millionen Kilometer in die Tiefe. Oh mein Gott, ist das eine hässliche Tapete. Ey, ich kack ein Biber, ey. Was ist das denn jetzt hier? Ha! Oh Gott! Zappelheinz! Ha! Lauf, 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 lauf. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlauf. Da keucht wäre ganz geil. Was war das denn gewesen? Was war das denn gewesen? Läuft uns der Nachbar plötzlich hinterher. Ja, das kann sein. Vielleicht einfach da, wo er hergekommen ist. Ah, oh Gott! Ah! Mann, Alter, dieses Scheißspiel. Alter, ich will nicht mehr. Oh, ich hab hier gerade Panik-Speißdrüsen hier, wisst ihr schon, Alter. Ich spitze aus dem Arsch irgendwie. Ach, halt doch die Fresse. Also, Kollege, das geht jetzt wirklich langsam echt zu weit, ne? Weißt du, erst in mein Haus einbrechen? Okay. Jetzt noch das Geschirr zerstören? Finde ich nicht gut. Ja, ja, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Anzeige ist raus, Kollege. Und natürlich haben wir direkt hinterm Schlafzimmer einen Folterkeller. Ist doch klar. Hier erstmal Taken und sowas, ne? Weiß ich schon ganz genau Bescheid. Ein Schlüssel. Klar, nehmen wir mit. Die Haken! Die Haken! Sie sind da, die Haken! Bringt euch in Sicherheit! Lag da gerade ein Kopf auf dem Tisch? Press Space, du da. Jumpbuster. Was ist das denn jetzt hier?
Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen zu Let's Play Blameless, einem kleinen Indie-Horror-Rätselspielchen, das ich jetzt vor ein paar Tagen auf Steam gefunden habe. The phone is smashed. No way it's gonna work anytime soon. Bess. Also, der Typ, also das war bestimmt die Übersetzung in den Untertiteln, denke ich mal. Der Typ, da stand jedenfalls gerade, hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber er meinte wirklich, das Nokia wäre kaputt. Guckt niemand? So, Entschuldigung. Ich brauche ja auch meine Liebe, Mensch. Ich habe ja auch Bedürfnisse. Guck mal, da könntest du sogar durchkriechen. Nein. Oh, nee. Ah ja, ich werde von einem Killer verfolgt, aber schmutzig machen? Nein, das mache ich doch nicht. Doch nicht schmutzig machen. Nichts mehr. Ha! Oh! Jesus! Lauf! Lauf! Get Alter! Away from me. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Alter! Oh, geht mir gerade die Flitze geil. Die Putzilei! Ja! Und damit willkommen zu Let's Play Punity, einem weiteren kleinen Horrorgame, den wir uns heute annehmen werden. Teufel, das auch immer bedeuten soll. So, die Tür ist auch zu. Wenn wir nochmal zurückgehen. Nee, nee, machen Sie sich nicht die Mühe. Bleiben Sie ruhig drinne. Ich wollte mich einfach mal so ein bisschen mehr der Atmosphäre anpassen. Mal gucken, wie das so ankommt bei euch. Nee, komm. Muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Da will ich nicht hingehen. Nein. Komm, lass stecken. Komm, ich setze mich hier einfach in die Ecke und, keine Ahnung. Nö. Ah! Oh Gott! Alter, die eine! Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute Dungeon Nightmares. Und ich habe mir schon aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle sagen lassen, dass das Spiel wohl sehr gut sein soll. Also jetzt nicht gut im Sinne von, boah, guck dir mal die geile Grafik an oder was eine krasse Story, die echt zum Nachdenken anregt, sondern vielmehr gut im Sinne von, ja, wie formuliere ich das jetzt am besten? Gut im Sinne von, ich kack mir in die Hosen und hier werdet daraus eine Menge Spaß erwirtschaften. Kisten werden übrigens meistens von humanoiden Lebensformen, die zumeist auf dem Planeten Erde zu Hause sind, benutzt, um Gegenstände aufzubewahren oder zu lagern. Habt ihr mal wieder ein bisschen was dazugelernt? Oh! Der Herr! Ich habe gehört, Sie wollten sich bewerben für Schockbilder für Zigarettenschachteln. Also die Stelle ist noch offen, wenn Sie möchten. So, da ist der gute Herr wieder. Ich glaube, er hat es sich nochmal überlegt. Ich glaube, er will die Stelle. Ist auch recht gut bezahlt. Also, weil, falls jemand von euch auch noch Interesse hat, die werden immer gesucht. Schockbilder für Zigarettenpackungen. Ich persönlich habe auch schon ein Foto von mir machen lassen. Und in Zukunft werden dann auch so ein paar Gesichter von mir auf Zigarettenschachteln auftauchen. So als Abschreckung, ne? Alter! Alter! Mann, das kannst du nicht machen, ey! Was war das denn? Da läuft dir erstmal meine kleine Schwester entgegen, ey. Was soll das denn? Lina, auf dein Zimmer! Das sind bestimmt wieder die automatischen Ikea-Türen, ich bin mir sicher. Scheiß Ikea-Türen. So. Knatsch. Ha! Was ist das denn? Alter! Was ist das denn? Oh, guck mal hier. Bist du hässlich? Lass mich in Ruhe. Ich sehe nichts. Hilfe.
macht 1. Ja, keine Ahnung. Auf eine Flucht? Was weiß ich? Hier, ein Stuhl. Ja, also kleine Information bezüglich des Streams heute Abend. Ich wollte ja nicht heute... Da knuspert doch wer Chips. Den Zelda-Stream, aber ich hab das doch gehört. Essen ist hier ja eigentlich verboten, war ich der Meinung. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Irgendwer? Ich würde das Rohr wirklich gerne reparieren. Ich würde es wirklich gerne reparieren, aber es geht nicht. Es tut mir leid, liebe Freunde. Liebe Monstrum-Freunde. Ist wahrscheinlich hier Germany's Next Topmodel-Casting. Wer hängt sich denn so eine Bilder auf? Das ist echt... Sag mal, jetzt hackt sie aber wohl. Ich glaube, es geht los. Ne, sag mal, sind sie noch ganz richtig im Kopf? Ich glaube, es hackt Matt. Ja gut, so viel Matt ist da auch nicht mehr am Körper dran, aber... Also, sag mal. Jetzt hören sie aber mal zu, ne? Das war ja echt sehr unfreundlich, sehr unverschämt war das. Schämen sie sich. So, ich... Ach so, deine Freundin lädst du also auch schon ein. Ich verstehe. Freundchen, ey, dich merke ich mir. Dein Gesicht merke ich mir. Ja gut, oder jedenfalls, was von deinem Gesicht noch übrig ist. Ich werde dich jetzt... Du verfolgst mich nicht? Du lässt mich jetzt in Ruhe? Diese scheiß Musik, Alter. Du bleibst da stehen, ne? Du bleibst jetzt stehen. Sag mal, hast du mir nicht zugehört? Was habe ich dir gerade eben gesagt, Mann? Sie wollen mich schon so ein bisschen verarschen, oder? Oh, ich laufe hier einfach mal im Kreis rum. Hoffentlich kommt kein blödes Klett um die Ecke und erschreckt mich. Was war das jetzt? Guck mal, ich gehe mal durch diese formidable Tür. Ja, ist ja gut. Hängen Sie doch beim nächsten Mal einfach ein Schild dran, das besetzt ist. Menschenskinders. Es ist ja echt unglaublich. Manche Menschen, ne, die... Wo sind wir denn? Ach, natürlich, hier sind wir. Ist doch klar, das wusste ich da... Ah, Alter! Lauf! Ach so, dies... Oh, okay, das war nur einer von diesen blöden Jumpscares. Und damit willkommen zu einem weiteren Video von eurem Lieblings-YouTuber Nummer 1, mir. Wie meine Videos sind scheiße. Willst du ein... Mhm. Oh yeah, Party hart, Alter. Oh, ach so, geht schon los. Oh, warte mal. So, PNG-Bild funktioniert noch. Noch da? Nö, da kann ich ja wieder aufmachen, ne? Ah! Sind da die ganze Zeit so Geräusche, Mensch? Nachtruhe. Habt ihr schon mal was von Nachtruhe gehört? Hier sind auch Kinder anwesend, Mensch. Oh, oh, oh. Ah! Okay. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute Eleanor's Stairway. Also zu Deutsch übersetzt Eleanor's Treppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil der Google-Übersetzer konnte mit dem Wort Eleanor's auch nicht sehr viel anfangen.
und schauen mal einfach weiter, was das Spiel noch so für uns parat hat. Was ist hier los? Das Licht flackert, Orkanwinde, Sirenen, Mädchen, die in Wänden weinen. Die Welt geht wahrlich unter. Hallöchen und herzlich willkommen. Und Frauen, die im Flur stehen? Ist das vielleicht der Herr Turbinator? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Horror-Einteiler. Wir spielen heute SCP-087. Und an alle, die jetzt ein spannendes Gameplay erwarten sollten, bitte ich übrigens gleich abzuschalten. Es wird immer bedrückender. Und du wartest einfach nur darauf. Boah, bist du doof? Das ist so laut! Kommentiert und zensiert und mit viel Humor präsentiert. Ich begrüße euch zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game hier auf dem Channel. Wir spielen heute Human. Ich habe so eine leise Vermutung, dass wir wahrscheinlich alle tot sind. Ist auch nur eine Vermutung. Ach so, jetzt verfolgen uns auch schon Schränke. Und ich frage mich, was haben die in dieser Einrichtung hier gemacht? Schön, ja, genau. Also Todesser sind auch wieder am Start, würde ich sagen, ne? Harry Potter is incoming. Ja, kommentiert und zensiert und mit viel Humor präsentiert. Ich begrüße euch zu Let's Play Nomad, einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Weißt du was, wir gehen einfach mal, durch welche Tür gehen wir denn mal? Rechts oder links? Das ist jetzt so eine Sache, ne? Ich muss natürlich mein soziales Image aufpolieren, weshalb wir nicht rechts wählen, weil sonst denken ja alle, ich wäre rechtsradikal. Ich gehe einfach mal durch die linke Tür. So, ich öffne die linke. Sie öffnet sich. Und es erscheint eine Ziegelmauer. Ich habe da so eine Theorie. Ich glaube, das sind von der Verkehrsbehörde oder sowas, ne? Und die entwerfen gerade neue Verkehrsschilder. Das wird ein neues Verbotsschild für, hier darfst du nicht parken. Nehmen oder sowas. Entschuldigung, ich wollte einfach mal mitmachen. Ja, kommentiert und zensiert und mit viel Humor präsentiert. Ich begrüße euch zu einem weiteren kleinen Horror-Einteiler, der dieses Mal mit dem wundervollen Namen Precipice daherkommt, was laut dem Google-Übersetzer wohl so viel heißen soll wie Abgrund und bestimmt mal wieder rein gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Jetzt möchte ich mal kurz... Warte mal, warum kann ich jetzt nicht... Nee, komm, das haben die jetzt nicht wirklich gebracht, ne? Wisst ihr, ich würde mich ja gerne mal mit dem Entwickler zusammensetzen. So auf dem Kaffee... Nee, komm, Kaffee trinke ich nicht. Auf dem Energy Drink oder sowas. Und dann würde ich ihn gerne mal eine einzige Frage stellen, ja? Wie ist eigentlich auf die Idee gekommen, den Befehl zum Vorwärtslaufen auf die Taste Z zu legen? Das würde ich echt gerne mal wissen, du. Was soll das? Was soll das? Und wie... Warte mal, wie kann ich denn überhaupt nach links laufen? Ah, mit Q, natürlich. Mit Q, ja. Das war ja völlig klar gewesen. Was soll das denn? Was quietscht denn hier? Wo ist so das Ding denn her? Hat er wahrscheinlich aus der Turbine geklaut vom Airbus. Ich bin mir sicher. Alter, voll aggressiv. Das könnte auch Maschinengewehr sein. Weltkrieg 3. Sie kommen! Schießt! Die können so richtig mies sein. Die machen nicht so viele kleine Jumpscares, die machen nämlich so einmal ganz am Ende, so einmal BAM! So richtig heftig. Heftig. Ah, jetzt, okay, ich war gar nicht in der Tür drin. Ich bin einfach zurückgelatscht, aber ich sehe ja auch nichts. Ich habe mich doch nicht erschrocken. Es ist eine coole Reaktion von mir, wenn ich entspannt bin. Nein, wir sollen wohl weiterlaufen. Ihr macht mir übrigens keine Angst. Ah! Oh Gott! Ähm.
Ja, macht mir keine Angst. Schwachsinn. Wo bin ich hier? Warum ist da Blut auf dem Boden? Ach ja, genau. Wir befinden uns in einem neuen Video und damit ein recht herzliches Willkommen zur Demo von Infliction, ein kleines Horrorgame. Der quatscht da durch die Wand. Ist bestimmt noch ein Bauarbeiter, der eingemauert wurde. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob die gleich um die Ecke kommt. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ist das widerlich. Ich gehe mal ganz vorsichtig dahin. Ich sehe nichts. Die Taschenlampe geht übrigens nicht. Und die alte... Geht doch irgendwo in der Dunkelheit. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, nachdem wir uns in letzter Zeit hauptsächlich mit The Forest und Inside rumgeschlagen haben und letzteres inzwischen auch schon traurigerweise sein Ende gefunden hat, wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Indie-Horror. Und ich habe uns heute mal was ganz Besonderes rausgesucht. Und zwar spielen wir heute Lurking. Und... Hört sich ein bisschen an, wie eine Nonne die Spagat macht. Okay. Nee, lass mal. Nee, ich will nicht. Sackgasse. Hier. So. Okay, ich kann natürlich nicht reingehen. Was macht ihr da? Der haut sich echt irgendwie die Birne auf oder so. Oder fickt er da den Schrank? Ich glaube, der bumst einfach den Schrank. Der ist geil auf Schränke, Leute. Das ist es einfach. Du geile Sau, Mann. Naja, aber jeden natürlich seinen Fetisch. Oh, gleich doch. Was? Alter! Du siehst einfach nicht, wie schnell die sind. Das siehst du nicht, weil die kurz... Klar, natürlich. Das ist der schönste Ausblick ever. Also was ich da... was ich da die Bauarbeiter wieder... beziehungsweise die Planer gedacht haben, ich weiß es doch auch nicht. Ja, setz mir das Fenster doch mal, weiß ich nicht, vor eine Felswand. Du, das wird die Leute schon ansprechen. Na? Wie ist so? Das ist dir so... Ja, schaust du doch einfach mal auf YouTube in die Abo-Box. Guckst mal, vielleicht hat Tobi ja ein neues Video hochgeladen. Vielleicht ja sogar die erste Folge zu Alien Isolation. Im Albtraummodus. Das habe ich noch nicht aufgenommen. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Ja, stattdessen habe ich etwas ganz Originelles für euch rausgesucht, ja. Ein Indie-Horror-Game. Gab es auch noch nie hier auf dem Kanal, also wirklich sehr neu. Heißt, glaube ich, irgendwie Continuously oder so. Keine Ahnung. Soll wohl gut sein, je nachdem, was man darunter verstellt. Ja. Spielen wir jetzt. Und wir starten einen wunderschönen Flur. Ja, hoffen wir mal, dass uns gleich nicht Turbinator mit seinen Laserships über den Weg läuft, weil das könnte eventuell ja nicht so schön ausgehen. Da sind noch mehr Chips drin. Was soll ich damit machen, Alter? Wir verrammelten hier diese Türen, Alter. Also erstmal muss ich natürlich sagen, fettes Dankeschön. Wohnt ja, bestimmt ja, Tobi drin, ne? Ja, komm, Tobi, hör jetzt auf. Boah, Alter! Mann! Wer weint denn da? Hat wohl jemand YouTube-Kommentare gelesen? Also, nicht bei mir, ne? Bei mir super Kommentare, aber... Ne, ich muss mich jetzt irgendwie ausreden. Problem, so kommt jetzt gleich eine Leselampe von oben runter. Was soll denn dieses... Ah, der Riesentampon des Todes ist wieder da.
Nee, es ist ein Riesenkondom. Es ist das XXL-Kondom. Komm, das jagen wir, das hole ich mir jetzt. Turnvex Games. Na super. Ist doch recht. Especially denkst du so, ja, komm mal die Fresse. Candy Polter, ja, ist wunderschön zu wissen. Hä? Was ist denn jetzt los? Spiel startet einfach direkt. Warte mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game und ich habe so langsam ein bisschen das Gefühl, dass ihr mich ja irgendwie nur leiden sehen wollt, ja? Warum? Warum, fragt ihr euch jetzt sicherlich? Wir haben vor einiger Zeit mal ein Spiel mit dem wundervollen Namen Continuously gespielt und das war... Ja, sagen wir mal, man konnte es wie andere Spiele auch runterladen. Voll der geile Remix, ey. Würde ich meinem Baby auch vorspielen, wenn ich eins hätte. Oder mein Kind. Das kriegt keine normale Babymusik von mir, das kriegt nur Remixes. Das ist, was ist das hier eigentlich mit den Fenstern? Finde ich auch echt schön, das beflügelt echt die Fantasie von so einem Kind. Deswegen, wenn ich später ein Kind hätte, ich würde es nur in so eine Gummizelle einsperren. Einfach so ein, nee, nicht mal Gummizelle, so einfach so ein Betonraum. Weißt du, wo nichts drin ist? Einfach nur Beton, weißt du? Und das beflügelt die Fantasie, glaube ich, richtig, weil das Kind sich erstmal, es muss sich nämlich seine eigene Welt so ein bisschen ausdenken, weißt du? Ja, weiß ich auch nicht. Von Paparazzis umgeben, was ich natürlich ständig kenne. Also wenn ich rausgehe, überall Paparazzis, ist ja klar, weil ich bin ein berühmter Person, ne? Das ist aber cool. Das ist aber eine coole Idee, muss ich... Die Leselampe, liebe Freunde, wir kennen sie noch. Mein Kind macht jetzt Techno-Remix. Hopp. Tschüss. Ich glaube, Alexa spielt einfach verrückt. So, jetzt habe ich es gesagt. Wie du antwortest. End. 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 Leute, end. So, Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu Let's Play Finding Bigfoot, das eigentlich gar nicht mal mehr Finding Bigfoot heißt, sondern nur noch Bigfoot. Warum, weiß ich nicht, das haben sie im Verlaufe der Entwicklung einfach mal zwischendurch geändert. Kann ich eigentlich... Okay, wir haben auch eine Taschenschlampe, das ist gut, dann kann ich hier ein bisschen Licht machen. Jeder hat eine Taschenschlampe, aber leuchtet ihre so und kann sie sass? Ich würde jetzt gerne echt mal kurz ein Tier suchen, das mal kurz erlegen. Entschuldigung an alle Veganer. Ich glaube, ich fäll mal gleich ein paar... Nein, nein, komm zurück. Schön, hier, weil hier Map endet. Nein, nein, komm zurück. Nein, nein. Zu mir auch dämlich, ne? Alter, Ast! Fick dich, Ast! Fick dich! Hm? Scheiß Ast! Okay, das ist nur ein Fuchs. Ich dachte... Wo denn? Da! Da ist er! Nein, ich hab nicht nachgeladen! Ich hab nicht nachgeladen! Ich hab nicht nachgeladen! Lad nach! Nein! Wo bist du? Ah! Mann, muss die Musik sein! Hier in die Eier! So, Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute One of Them, also zu Deutsch einer von uns oder sowas in der Art. Copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Es hört sich ungefähr so an, als ob meine Zuschauer meine Videos schauen würden. Es hat jetzt schon eine mega ekelhafte Atmosphäre.
Ist das einer von den Oompa Loompas aus The Forest? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben doch erst gerade angefangen. Das ist... Warum ist das eigentlich in letzter Zeit so, dass sich irgendwie alle Monster irgendwie in Games immer irgendwelche LEDs in den Kopf reinballern müssen? In Finding Bigfoot war das so. Hier jetzt irgendwie auch in irgendeinem anderen Spiel. Doch, in Dead by Daylight geht das ja inzwischen auch schon. Hallo, da... Okay, schön. Da muss ich jetzt wieder so ein bisschen lachen. Hier ist wieder ein Radio. Oh. Hey, ich lass dich mal... Oh Gott. Alter. Ich will nicht mehr. Pass auf, hier kommt ein Polizeiauto reingedust. Die stehen schon oben im Flur. Mit dem Auto. Ist das vom... Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube, man sieht das vielleicht ein bisschen. Alter, ich hab... Gänsehaut. Gänsehaut hab ich. Der stand da eben noch nicht. Entschuldigung. Der. Würden Sie sich vielleicht mal bitte was anziehen? Ja? Ich glaube, Ihnen ist doch bestimmt... Kalt. Okay, ich glaube, der werte Herr will nichts anziehen. Der will, glaube ich, nackt bleiben. So. Mit seinen gelben LED-Augen. Made with Unity. September 1999, 3:24 Uhr. Ja, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren verzweifelten Versuch auf YouTube endlich groß durchzustarten. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall herzlich willkommen zu September 1999. Und ja, tatsächlich heißt dieses Spiel auch wirklich so. Okay, die Polizei, was ist das hier? Eine nackte Frau. Würde ich mir auch reinhängen? Warum nicht? Herr Officer, ich komme gleich wieder. Ich ziehe mir nur mal eben kurz eine Hose an und dann können wir quasseln, ja? Leute, wir haben ein großes Problem. Wobei, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist unsere Freundin, die wir liebevoll in eine Wolldecke eingemummelt haben. Oder es ist dem Keuchen zu urteilen. Darth Vader, den wir in eine Plastiktüte verpackt haben und hierher verschleppt haben. Wir haben ein Problem, liebe Freunde.